Brot ist sowas Einfaches. Mehl, Wasser, Salz und Sauerteig. Das ist wie ein Wunder, was aus dem entsteht. Dies jeden Tag aufs Neue zu erleben, für mich gibt's nichts Schöneres als ein Bäcker zu sein. Mit 20 wollte ich das alles nicht. Ja, das stimmt. Mit dem Alter willst du vom Betrieb nicht viel wissen. Irgendwann wollte ich es dann selber. Und hab dann auch einen richtigen Ehrgeiz gekriegt. Bevor er die Geschäftsleitung übernommen hat, hat er die Konditorei aufgebaut und dann den Nahversorgermarkt. Seitdem hat sich der Betrieb rasant entwickelt. Wir beziehen unser Mehl ausschließlich von meinem Cousin, der Forstnermühle aus St. Marien. Wir vermahlen ausschließlich Getreide aus der Region rund um St. Marien, sprich aus einem Umkreis von 10 bis 15 Kilometer. Ich kenne wirklich jeden Bauern, der uns beliefert, persönlich. Wir arbeiten da Hand in Hand. Ich bin der Müller, der Patrick, der Bäcker. Als Kinder haben wir miteinander gespielt und jetzt arbeiten wir zusammen. Und das beide in der vierten Generation. Das ist für mich Regionalität. Das Getreide kommt aus der Gegend und wir beliefern den Raum Linz, Wels und Steyr. Maschinen heißt bei uns nicht, dass der Weg vom Mehl zum fertigen Brot automatisch abflacht. Aber es hilft, dass sich die Bäcker auf ihr Handwerk konzentrieren können. Bei uns läuft ein jedes Stück Brot durch die Hände vom Bäcker. Wir verwenden Maschinen, klar. Eine kleine Bäckerei wird den Tag nicht mehr mit der Hand. Es gibt Arbeitsschritte, die körperlich sehr anstrengend sind, aber nichts zur Qualität beitragen. Ganz wichtig für die Qualität ist die Reifezeit vom Tag. Bei uns kriegt er besonders viel, nämlich mindestens einen vollen Tag. Meine Kinder sagen mir sofort, ob es ihnen schmeckt oder nicht. Das Reichelbrot ist uns begeistert. Und ich auch, weil ich weiß, dass da nur Sachen drinnen sind, die in ein Brot reingehören. Außerdem komme ich gern ins Geschäft, zum Ranschen und zum Plaudern. Ich als Bäcker und Konditor muss die einzelnen Komponenten zusammenbringen. Die besten Rohstoffe, gute Leute und die richtige Verarbeitung. Das alles ist notwendig, damit das Reichelbrot entsteht.